Ja, nun kommen wir zu einem ganz besonderen Fall, und zwar zu dem unbestimmten Artikel im Plural, den es nämlich gar nicht gibt. Deswegen hatte ich weiter oben hier auch dieses Kreuz. Denn hier in den Überschriften, vielleicht habt ihr das gesehen, zähle ich alles auf, was es gibt. Blau sind die männlichen, rot, grün. Ja, und das ist der Plural, der nicht existiert. Also, hier haben wir den Plural. Und das ist eben wirklich wichtig. Dazu habe ich auch ein sehr langes Video, in dem ich euch versuche, ja, das richtig zu erklären, auf eine Weise, dass ihr das hoffentlich nie wieder vergessen werdet, weil es einfach super blöd ist. Ich meine, den Artikel braucht man in fast jedem Satz. Und wenn man hier schon Fehler macht, dann ja, hat man fast in jedem Satz einen Fehler. Und das fällt dann natürlich besonders auf. Und ja, ich sage jetzt mal, wer wirklich ehrgeizig ist, der hat ja dann schon die Hoffnung, in der Sprache irgendwann einmal so zu sprechen, dass die Muttersprachler sagen: Oh, wow, wo hast du denn so gut Deutsch sprechen gelernt? Ja, bei YouTube natürlich. Ja, auf jeden Fall. So, genug mit dem Selbstlob. Es gibt ja auch noch andere wunderbare Kanäle und es gibt auch noch andere Lernmethoden als YouTube. Und jetzt kommen wir einfach mal zum Plural. Also im Nominativ heißt der Satz ohne jeglichen Artikel, denn es gibt im Plural, im unbestimmten Plural, keinen Artikel. Die dicke Bücher sind wunderbar. Der Genitivsatz lautet: Der Garten fleißiger Gärtner. So, also der Nominativsatz lautet: Dicke Bücher sind wunderbar. Genitiv: Der Garten fleißiger Gärtner. Dativ: Wir danken allen unseren Eltern. Akkusativ: Er spricht über alte Geschichten. Ja, vielen Dank und das war es dann auch schon. Jetzt habe ich tatsächlich die komplette Grammatikreihe an einem Abend verfilmt. Ich hoffe, ich schaffe so etwas häufiger mal. Aber ja, ich lade einfach Stück für Stück die Videos hoch, damit ich dann in den nächsten Wochen hoffentlich euch nicht so lange warten lassen muss, sondern ja, möglichst mindestens jede Woche euch ein Video anbieten kann. Und bis dann.